Was haben Sie denn gelesen, als Sie jung waren? Als ich jung war, da habe ich mit Batman und Spider-Man Comics angefangen. Dann ging es irgendwann weiter mit James Bond Romanen und Stephen King. Liebe Schüler, das lesen wir nicht, sondern wir gehen demnächst an den Zeitungskiosk, kaufen eine vernünftige Zeitung. Es gibt da die mit dem Blut, die sofort ins Auge springt. Die meine ich jetzt nicht. Die kann man dazu lesen. Die hat einen guten Sportteil, aber ansonsten gibt es andere. Und dann lesen wir gelegentlich mal ein Buch. Man könnte vielleicht mal anfangen mit Generation Doof. Da wird man sich zunächst einmal köstlich amüsieren. Dann sollte man sich in die Ecke setzen, ein wenig darüber nachdenken. Dann wird man sich erschrecken und hoffentlich die Lehre daraus ziehen. Ich bedanke mich bei Anne Weiß und Stefan Bonner, den beiden Autoren. Wunderschönes Buch. Ich fand es toll und ich kann es eben nur empfehlen. Das war es bei uns gewesen. Morgen kommt wieder ein Zückerchen für Sie, die Zuschauer. Wir reden nämlich über Diabetes. Also 17 Uhr, bitte einschalten. Ihr Roger, bis dahin einen schönen, schönen, launigen, sonnigen Abend. Tschüss.